Ich gebe euch ein Beispiel für etwas, das dem Ikhlas widerspricht. Es widerspricht dem Ikhlas, aber hebt ihn nicht ganz auf. Jemand fastet, also der Ramadan, Monat Ramadan ist gerade angetreten, und er fastet und er hatte sowieso vor, eine Diät zu machen. Er wollte eine Diät machen und ein bisschen abnehmen und tritt dann in den Monat Ramadan mit dieser, unter anderem mit dieser Absicht bei, dass er das auch nutzen möchte als eine Form des, der Diät und des Abnehmens. Ist das der Ikhlas in der Ibadah? Ist das Riya? Ist das Riya, diese in Anführungsstrichen Augendienerei? Nein? Das ist kein Riya. Das ist kein Riya. Aber es widerspricht trotzdem der Vollkommenheit des Ikhlas. Oder wie jemand, der zum Beispiel die Hajj machen möchte, die Pilgerfahrt, und er ist ein Handelsmann, und er denkt sich, ich nutze dann diese, ich möchte auch dort ein paar Geschäfte abschließen. Ich möchte dort ein paar Geschäfte abschließen. Oder er sagt, ich brauche sowieso einen Urlaub, dann gehe ich dorthin und kann das auch gleich als Urlaub nutzen. Das alles widerspricht sich dem Ikhlas, der Vollkommenheit des Ikhlas, aber es ist kein Riya. Das heißt, die Texte, die über den Riya handeln, kann man hier nicht anwenden. Seine Handlung ist gültig. Seine Handlung ist gültig, aber der Lohn ist natürlich nicht so, also das Niveau seiner Tat, die Qualität seiner Tat und der ihm zustehende Lohn ist, steht natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie jemand, der das mit voller Aufrichtigkeit praktiziert hat. Also volle Aufrichtigkeit, das heißt, er hatte nur einen einzigen Bewegungsgrund. Von Anfang bis zum Ende. Wir müssen aber einen Maßstab entwickeln, um zu erfahren, wann diese Beimengung von Absichten, wann hebt es den Ikhlas gänzlich auf, sodass es eher zu einer Last für ihn wird. Wann beeinträchtigt es den Ikhlas, ohne dass aber sein Lohn gänzlich verschwindet, also dass er etwas von dieser Tat und Handlung hat? Und wann kommt es dazu, dass diese Beimengung zwar seine Tat nicht annulliert oder zunichte macht, aber er dennoch keinen Lohn von ihr hat? Das kann durchaus sein, dass eine Tat zwar gültig ist, aber nicht angenommen wird. Versteht ihr das? Eine Tat kann gültig sein, aber nicht angenommen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Der Prophet sagt im Hadith, das ist dieses Wort Qabul in der arabischen Sprache. Al-Qabul bedeutet nicht, wie manche immer denken, das ist die Gültigkeit der Handlung. Der Prophet sagte, wer zu einem Wahrsager geht, ihn um etwas fragt, seine Gebete und ihn bestätigt. Er bestätigt, also er sagt, er bestätigt nicht, dass er das Ilm und Raib kennt, das nicht, aber er bestätigt, dass das, was der hier jetzt gesagt hat, das stimmt wirklich. Versteht ihr den Unterschied? Er sagte, wer das tut, seine Gebete werden 40 Tage lang nicht angenommen. Sie werden 40 Tage lang nicht akzeptiert. Heißt das, sie sind ungültig? Weil wenn wir da sagen, nicht angenommen heißt ungültig, dann hätte es gar keinen Sinn, dass er sie verrichtet. Dann würde man sagen, warte 40 Tage und nach 40 Tagen hol alle nach. Das hat aber keiner gesagt. Das heißt, hier ist gemeint, er wird dafür nicht belohnt. Ähnliches wird überliefert über jemanden, der den Alkohol trinkt. Wer den Alkohol trinkt, seine Gebete 40 Tage lang nicht von ihm angenommen werden. Also, was ist der Maßstab hier? Man kann das wie folgt ausdrücken. Man kann sagen, wenn
Ich drücke das mal in Prozenten aus. Nehmen wir mal an, der Bewegungsgrund bei einer spezifischen Handlung ist zu 20% die Anbetung. Also es ist so eine sekundäre Sache bei ihm. 80% verfolgt er darin andere Interessen. In diesem Fall ist das eine Last für ihn. Die Handlung ist eine Last für ihn, er hat nichts von ihr. Er geht auch nicht 0-0 raus, 0-0, er geht mit Verlust raus. Umgekehrtes Szenario, das wäre, dass beispielsweise 80% seiner Absicht, der Bewegungsgrund, tatsächlich die Anbetung ist, 20% sind andere Bewegungsgründe, andere Interessen. In diesem Fall geht er dennoch mit Plus raus. Sollte das 50-50 sein, 50-50, in diesem Fall hat er dann nichts von seiner Handlung, aber er nimmt auch keine Last auf sich. Ja. Warum haben wir diese Einteilung überhaupt gemacht? Weil es gibt den Konsens unter den Gelehrten, dass jemand, der zum Hajj ausreist, zum Hajj aufbricht, mit der Absicht der Tijara, mit der Absicht Handel zu betreiben, seine Pilgerfahrt ist mit Konsens der Gelehrten gültig. Das heißt, er muss sie nicht nachholen und ihm steht auch ein gewisser Lohn mit Konsens der Gelehrten zu. Aber wie gesagt, man kann das dennoch nicht vergleichen mit jemandem, der nur einen einzigen Bewegungsgrund hat. Und das ist der vollkommene Ikhlas. Der vollkommene Ikhlas ist, dass es wirklich keinen anderen Bewegungsgrund gibt. Deswegen sagten manche, der Ikhlas bedeutet die Reinheit deiner Absichten. Er verfolgt damit weder Ansehen, Anerkennung, Lob, also es bewegt ihn nicht das Streben nach Lob und Anerkennung, noch nach irgendetwas anderem. Das ist der vollkommene Ikhlas. Und das ist schwer. Deswegen sagte Sahel al-Tustari, man fragte ihn, أي شيء أشد على النفس? Was ist für den Ego des Menschen oder für die Seele des Menschen am schwierigsten? Und dann sagte er, der Ikhlas. Dann begründete das. Er sagte, الإخلاص لأنه ليس لنفسه فيه نصيب. Denn sein eigenes Ego oder seine Seele hat daran gar keinen Anteil. Hat keinen Anteil davon. Es gibt keine Anteile für ihn in dem Ikhlas, weil das ist rein und zu 100% also die Absicht darin war rein und 100% die Anbetungsabsicht oder die Annäherungsabsicht. Und daher habe ich am Anfang auch gesagt, es gibt nur wenig Situationen, in denen der Mensch tatsächlich Handlungen ausführt mit dieser Eigenschaft.